Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS17 Forst auf der Stappenbach-Map. Wie vielleicht schon einige wissen, musste ich ja jetzt in Stappenbach neu anfangen, weil mir irgendwie der Speicherstand flöten gegangen ist. Und dementsprechend habe ich mich da mal ein bisschen Zeit genommen gucken, was man vielleicht verändern kann. Es wurden auch bei diesen einen Info-Videos Vorschläge gemacht für eine neue Map, aber ich mag Stappenbach. Und ja, deswegen bleibe ich auf Stappenbach. Ich werde dann jetzt auch Zukunft immer jetzt Stück für Stück meine Modliste mit in der Infobeschreibung packen. Heute kommen denn die Mods in die Beschreibung mit rein, die ich hier für den Ponse benutze. Das ist die Ponse Standard. Also die Ponse aus dem LS. Und ich habe jetzt ja vor, was ich damit anfange. Das werde ich beim nächsten Video dann sagen. Ist leider ein bisschen Dusch da. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Schnittlängen. Ist ja nichts Besonderes. Da ich ja mit der Ponse und mit Standard die Schnittlänge machen kann. Aber nicht eben, ich kann mal nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wieder von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der eine Mod vereinfacht mir das. Er hat es auf drei Größen sortiert. Auf 11, 6 und 2. Und ich werde dann diese drei Schnittlängen auch benutzen. Hier haben wir die 6, die 2. Und hier diese Totenbäume werde ich alle auf 2 Meter sägen. Und hier habe ich denn die. Verdammt, was sind denn das? Ja, das sind die 11. Also, ich werde denn jetzt drei Schnittlängen. Hier sieht man die denn nochmal alle. So halbwegs. Und dann ist da noch ein Mod dazu mit zugekommen zur manuellen Kappung. Steigen wir erstmal hier ein. Halt, ich hatte ja damals ein bisschen leiser gemacht. Mama, muss man nur kurz. Einmal das. Und was natürlich Standard geblieben ist, ist Drive Control und GPS. Wofür ich GPS nutze, das werde ich auch gleich noch erklären. Aber erstmal machen wir hier bei dem Hobel Licht an. Wenn ich jetzt die, ich mach mal oben noch das Hut mit an, den Kopf aktivieren, kann ich ja mit Z die Schnittlänge, aber ich kann jetzt nur noch, wie hier unten, wo der Computer vorne Ponse ist, schon diese drei wählen. Schon 11, 6 und 2. Da kann ich dann mit H zwischenschalten für ein Vollauto. Das heißt, der würde, wenn ich die manuell Kappung nicht drin habe, auf Länge schieben. Also den Baum erkennen. Und dann entscheidet er aus, ob er 11, 6 oder 2 macht. Aber ich nehme immer dieses manuelle, weil er mir zu viel 2 Meter Enden macht. Und das kann ich dann halt mit H durchschalten. Jetzt ist manuell. Jetzt kann ich manuell von den hin und her springen. Und natürlich ausschalten. Dann müsste jetzt wieder normal. Da oben im HUD sieht man die normale von 1 bis 8 durchschalten. Wenn ich jetzt wieder A drück, ist der Auto on. Und dann das. Dann machen wir jetzt erstmal GPS mit an. Für GPS muss ich mal kurz nach draußen. Warum ich GPS nutze? GPS nutze ich für diese Fahrgassen immer. Im Forst, wenn er so eine Fahrgassen benutzt. Und da hilft mir halt GPS. Da war ich schon. Und dann bleibe ich immer gerade. Dann weiß ich schon, wo ich immer war.
Dann kann ich jetzt hier, muss ich dann wieder rein. Das ist gerade gut, wenn man längere Stücke hat. Dann kommt man nicht beim anderen wieder irgendwie da rein oder geht von den anderen, wo man schon war, wieder weg. Dann setzen wir uns mal hier rein. Weil dann fährt man so am Baum ran. Jetzt zeigt er mir auch. Moment. Das ist einmal, wie lang der ist. Und den Durchmesser. Also M ist für Länge und D ist für Durchmesser. Denke ich mir mal. Dann fertig mir den. Ich gehe mal mit der Länge mit. Wenn er lang genug ist, daraus kriege ich jetzt 11. Auf jeden Fall einmal. Jetzt fährt er durch. Und jetzt würde er mit standardmäßig den Stamm sägen. Macht er jetzt nicht. Weil ich diese manuelle Kappung. Jetzt muss ich den nochmal drücken. Zack. Bei 13 geht nochmal ein 6er. Und. Ja, wieder. Ja. Hieraus mache ich dann 2 Meter Enden. Ja, GPS baue hier nicht anmachen. Was können wir hier raus? Oh, das war zu tief. Ah. Haben wir daraus nur 2, weil das ja so dünn ist. Das kann man ja nicht so als Stammholz verkaufen. Wollen wir jetzt nicht zu Licht machen? Den Wald nie. Können wir gleich mal auf 2 schon mal machen. Machen wir wieder so einen Toten. Daraus machen wir auf jeden Fall wieder 2. Kann ich das nämlich besser unterscheiden, was ich damit vorhab. Wie ja schon gesagt, das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Und man muss sagen, diese 2 Meter N kann man aufladen, es geht. Manchmal ist es. Aber es geht. Funktioniert. Ich sag ja. GPS, Drive Control kennt ja jeder. Noch habe ich Cosplay drin, aber. Ob ich das mal brauche, ist so eine Fangfrage. Bis jetzt habe ich es noch nicht wirklich gebraucht. Aber was hat man, das hat man, ne? Kann man ja sagen. Gehen wir mal durch. Immer hier so die Bäume aus der Fahrgasse raus. Ja, 11 ist drin. Was gut ist, wenn man sich mal verdrückt, wenn man jetzt 6 Meter drin hat durch die manuelle Kattung, kann man dann kurz zurückgehen und dann springt der Baum automatisch zurück. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf 6 gehe. Oh, ich will ja 11. Aber dann kappt er den auch gleich. Einmal 6. Dann drücken wir den.
So. Ich mal dahin. Ja. Naja, die 2 Meter Enden würden sich in Grenzen halten, wenn diese toten Bäume hier nicht drin stehen würden. Dann würden das immer so eine kleinen Hubbelhaufen sein. Na komm, nehmen wir den hier auch noch weg. 6. Und ich fange auch immer mit einem 2 Meter Enden aufzuladen. Weil so 2 Meter Enden würde ich ja mal vergessen. So. Map-Ende. Ja, Lenkrad, beruhig dich. So, 2 Meter, das passt. Drücken wir den mal da so rüber. Da. Okay, da hat er sich oben. Nur eingekeilt, aber nicht schlimm. Weil dieses mit manuelle Cutting ist echt nicht schlecht. Man muss zwar einen Knopf öfter, den Knopf öfters drücken für den Sägen. Weiß gar nicht, ob das der gleiche ist. Oder ob eine Tastenbelegung nochmal extra einer ist. Aber auf jeden Fall habe ich mir alles auf den Joystick gelegt. Ist jetzt alles ein Knopf. Drück darauf, dann nochmal. Doppelt hält ja besser. Mal so kriegen wir auch mal ein bisschen Abwechslung mit dem Stammholz hin. Sprich, wir müssen jetzt auch einmal Langholz fahren. Schade, dass es 6 Meter sind. Ich sag mal, so 5 Meter wäre besser gewesen. Was hat ihr denn? Zurück, zurück. Mit da. Oh, 6 Meter ist ein doofes Maß. So, wie jetzt hier zum Beispiel. Dann kann ich mir den noch mal ein bisschen hinlegen. So wie ich den möchte. Noch dazu. So. Voilà. Ah ja, und Autosave habe ich drin. Falls ihr euch jetzt wundert. Muss mal gucken, ich habe nur erstmal Mod hab nur 5 Minuten. Mal gucken, ob noch einen höheren gibt. Siebenundzwanzig Meter. 15, ja, dann kriegt er einen 11 und einen 6er und die restlichen 2. Natürlich, du
Oh, nee, nee, ich... So. So, den kleinen lassen wir da auch mal noch stehen. Hier noch was stehen bleibt. So. Also dieses Geräusch ist immer, wenn ich die Schnittlänge verändere. Steht dann auch oben in der Mitte vom Bildschirm. Das könnte ich. Oh, daneben. Du. So, wenn man jetzt sieht, steht da 27,4. Wenn ich jetzt sehe, 26,2. Das kann immer mal sein. Machen wir nochmal einen Sechser. Auf jeden Fall. Zwei. Zack. Zack. So, einer geht noch. Dafür müssen wir kurz rückwärts. Naja, der Mod mit der Länge ist, glaube ich, Harvester, irgendwas mit Harvester. Naja, werdet ihr erkennen, da wird ja manuellen Cutting müsst ihr wegnehmen, denn GPS, Cosplay, Drive-Kontrollen, bleibt ja nur noch ein. Oh. Hier sieht man das. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht und wenn ich jetzt auf 2 Meter Ende drücke, zack, springt automatisch so zurück. Ist ja nicht ganz so wild. Man da mal den Fehler macht. Außer der Baum ist nur 6 Meter oder 8 Meter groß und 11, dann drückt er ihn durch, wenn ihr auf 11 habt. Dann spuckt er ihm am Ende aus. Oder wenn du am 5 Meter Ende habt und 6 drin habt, wollt eigentlich 2 machen, dann spuckt er ihn auch aus. Noch eine. Der da auch? Nee. Speicherung. Mal das Ding nicht auf den Kopf schmeißen. So. Zwei habe ich noch drin. Schnatteln wir das mal in 2 Meter Enden durch.
Naja, außer jetzt hier ist das halt ein bisschen doof. Kriegst so viele raus. Aber was soll man machen? Jetzt hat ihn erwischt. Verdammt. So. Guck mal, hier müssen wir 6 machen. So. Einmal 6, bitte. Vielen Dank. Dann machen wir einmal 2. Nochmal 2. Elf. Dü dü dü. 6. Bitte. Vielen Dank. Und 2. So, liebe Leute, wir kommen jetzt auch zum Ende. Und ich bedanke mich an am Anfang. Warte. Halt, was hat sie jetzt gerne? Wir haben jetzt dieses manuelle Durchsägen, Cutten, Trennen, wie ihr es nennen wollt. Dann haben wir diesen mit diesen. Mit die drei Längen. Da er nur noch diese drei Längen erkennt. Sprich 11, 6, 2. Lang, Mittel, Kurzholz könnte man es ja nennen. Und das wird dann jetzt alles unten in der Videobeschreibung stehen. Halt. Die Map wird da stehen. GPS, Drive Control, Cosplay. Und dann dieses manuelle Cutting und wie der andere jetzt hieß, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas mit Harvester drin. Wood Harvester irgendwie. Das ist der Mod, nämlich mit dem, mit die drei Längen. Und wie schon gesagt, das ist der Standard-Ponse. So, das war's denn auch. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ich sagte, auf Wiedersehen, bis bald.